Auf den SC Magdeburg wartete am Freitag, den 7. Oktober, ein schweres Auswärtsspiel gegen den TVB 1898 Stuttgart. In der ausverkauften Scharena kamen die Gastgeber gut ins Spiel. Gleich am Anfang der Partie eröffnete Michael Schweikart einen 4:0-Lauf, den in der 7. Spielminute Bobby Schagen für den TVB beendete. Der SCM kam schlecht ins Spiel, holte aber seinen Rückstand Stück für Stück auf. Hier Mats Christiansen mit dem 5:3. Dennoch gelang es den Bittenfeldern, ihren Vorsprung wieder auf 4 Tore zu erhöhen. Michael Schweikart mit dem 7:3. Daraufhin reagierte SCM-Coach Bennett Wiegert und nahm eine Auszeit. Erst in der 21. Spielminute gelang dem SCM der Ausgleichstreffer zum 9:9. Dennoch sollte es zur Führung in der ersten Halbzeit noch nicht reichen. Schnell erhöhte Stuttgart die Führung. Simon Baumgart mit dem 15:12. Kurz vor dem Halbzeitpfiff erzielte SCM rechts außen Robert Weber das 15:13 für den SC Magdeburg. Auch in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit gab es keine Führung auf Seiten der Elbestädter. Michael Damgaard traf des Öfteren zum Anschlusstreffer, aber zur Führung sollte es noch nicht reichen. So konnten die Gastgeber ihre Führung wieder auf 4 Tore ausbauen, hier das 23:19. In der 50. Spielminute traf Michael Damgaard erneut zum Anschlusstreffer und eine Aktion später warf Robert Weber per 7 Meter zum Ausgleich 25:25. Zwar schlichen sich noch kleine Fehler beim SCM ein, aber dennoch gelang es ihnen in der 53. Spielminute durch ein Tor von Matthias Musche in Führung zu gehen. 3 Minuten vor Schluss war der SC Magdeburg mit 2 Toren in Führung. Hier Robert Weber zum 29:31. Aber die Gastgeber ließen sich nicht abschütteln und kämpften sich wieder heran. 31:31. Bei dieser Aktion in der 59. Spielminute bekam der SC Magdeburg einen 7 Meter, den Robert Weber erfolgreich zum 31:32 ausführte. Somit war der SCM wieder mit einem Tor in Führung. Es begannen die letzten aufregenden Sekunden. Und es ging heiß her. Für diese Aktion gegen Michael Kraus bekam SCM-Kreisläufer Zeljko Musa eine 2-Minuten-Strafe. Trotz Unterzahl und einem gegebenen Freiwurf für die Stuttgarter. Am Ende konnte der SCM seinen ersten Auswärtssieg festhalten und sicherte sich die hart umkämpften 2 Punkte. SCM-Fanreporterin Katja fing nach dem Spiel die Stimmen von Marc-Henrik Schmidt und Marco Besiak ein. Ja, wir sind natürlich sehr glücklich, dass wir gewonnen haben. Ganz, ganz enges Spiel, dass es schwer werden würde, war uns klar. Ich denke, es ist gut, dass wir dann in der 40. Minute, als es schon -4 stand, nochmal zurückgekommen sind. Sicherlich kann man schöner spielen, aber momentan zählen nur die 2 Punkte. Das war ganz wichtig heute. Und jetzt haben wir 9 Tage Zeit, uns auf Baling vorzubereiten. Und dann wollen wir ein positives Punktekonto haben. Vielen Dank erstmal an alle Fans, die hier waren. Super die Unterstützung. Wie gesagt, ich glaube, die Mannschaft hat gut gekämpft. Spielerisch hat noch nicht alles funktioniert. Aber ich denke, war heute wieder ein Schritt in die richtige Richtung und jetzt freuen wir uns auf Baling. Vielen Dank. Schönes Spiel heute. Am Ende, wir haben gewonnen und das ist das Wichtigste. Wir haben coole Männer am Ende gehabt und auch mit unseren Fans hier. Und danke Ihnen, dass wir hier gekommen sind. Wir sehen uns in GTK Arena.